erstmal will ich mich auf jeden Fall für die schlechte Qualität vom letzten Mal entschuldigen. Aber mein Audio hat sich auf meine Cam verlagert. Ich weiß nicht, ob man das im Let's Play noch hören wird oder schon gehört hat, dass die schlechte Qualität war. Weil, ich weiß auch noch nicht mal mehr, bei welcher Questreihe noch eine schlechte Qualität hatte. Aber ich denke, jetzt wird die Qualität vielleicht sogar besser. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich lasse es einfach mal so laut, wenn ich ein bisschen lauter werde, dann gehe ich einfach vom Mikro weg. Also, wenn ich ragen will oder so. Was ist das? Das ist bestimmt so diese. Ja, genau. Warte mal, Spezialist statt. Ach ja, ich bin ja gerade Weber, ne? Ist das eine Weber-Quest? Ist das so eine Quest? Kann ich jetzt hier bei dir irgendwas. Was? Nimm es einfach mal an und frohes Sammlerstücke sammeln, oh Gott. Ich nehme die Quests mal an. Und gebe sie auch gleich ab. Eigentlich war das nicht geplant für mein LP jetzt da sowas zu machen. Wir wollten was anderes machen. Also, ich habe was anderes geplant. Man sieht es wahrscheinlich schon in der Überschrift. Also, auf YouTube, wenn ich es hochlade, sieht man das auf jeden Fall. Wir schalten dadurch halt nur Sachen für unseren Handwerker frei. Mein Handwerker ist Level 60 und genau das habe ich vor mit euch. Zu machen. Und zwar die Namazu-Questreihe. Wir werden jetzt den Namazus einen Besuch abstatten. Das kriege ich bei dir. Mein Finas Zuflucht. Und das gebe ich auch noch mal ab. Ich hätte damals auch die Questreihe der Ananta auch noch aufnehmen sollen. Dann habe ich vergeigt, weil da kam mir auch was vor, wo man sich dann fragt, was? Wer ist denn das so? In den Strebewerken, wo muss ich da hin? Ich hab das anfangs nie so wirklich viel genufft. Ah, okay, Luftschiff und so weiter.
Aber es ist wirklich einfacher, durch die ganze Dingens hier zu reisen. Ich hoffe natürlich, dass die neuen Städte in der Schermwelt schön sind. Spezialistenlaufbahn freigespielt. Was? Diese Klasse stehen dir dann spezielle Kommandos zur Verfügung, mit denen du hochstufige Gegenstände spielst. Nicht mehr als drei Handwerkerkristalle zur selben Zeit besitzen. Also nicht mehr als drei Klassen als Spezialistin. Was? Was? Das ist ja. Das ist schon cool, ja, aber. What? Okay. Das macht es mir noch einfacher, mich mal für andere Charaktere zu interessieren, die ich dann spielen werde. Die können dann woanders Spezialist sein. Handwerker Christian an für den. Das war für den Gerber, weil ich Gerber bin. Ja! Warte, warte mal, was kann ich alles noch werden? So, die anderen. Da muss ich ganz stark überlegen, wen ich noch zum Spezialisten mache und wen nicht. Ich bin ja hier mehr der DD. Und ich guck mir natürlich auch die Tänzerklasse an, ist klar. Also DD, Tänzer. Passt zwar nicht zu mir, Fernkampf zu gehen, aber ich gehe auch nicht mehr so gerne in den Nahkampf hier mittlerweile. Also, ich glaube, der Tänzer wird für mich schon interessanter als alle anderen. Also, der Gunbreaker interessiert mich jetzt zwar auch sehr, aber es ist ein Tank und ich habe einen anderen dafür vor. Also, ich will jemand anderes als zum Tank machen. Und der kann dann Plattner oder Grobschmied. Grobschmied wäre vielleicht noch interessant. Ich glaube, Alchemist wäre auch cool. Aber was kann der Alchemist machen? Weber ist auch wieder so eine Sache, das ist was für die leicht Besaftigten. Also für die. Obwohl, ein Weber kann ja auch Sachen herstellen für... Ich muss mal gucken. Gerber ist auf jeden Fall klar. Ich will mal kurz gucken. Hier haben wir noch keine Rezepte. Wunschlieferung. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich kann Farbstoffe herstellen, wenn ich... Warte mal, habe ich nicht davon irgendwas? Nee, ich habe was, womit ich Farbe reinbauen kann. Also, ich weiß nicht. Ich habe etwas, was so ähnlich aussieht, aber ich habe es noch nicht farblich irgendwie. Deswegen habe ich drei Spezialistenkristalle bekommen.
bin gerade neugierig. Ist das denn? Ich bin ein Gerber-Spezialist. Wuhu! Cool. Kann ich jetzt irgendwas Besonderes machen? Ja, hier brauche ich Rezepte. Ich frag mich, wo ich die Rezepte herbekomme. Ah! Interessant, aber... Ich muss erstmal zum Ninja wechseln. Wir wollten ja die Namazu-Questreihe machen. Da müssen wir zu Namazui. So, die gibt es in Namai. Da müssen wir hin. Ich werde vielleicht heute noch mal ein paar Trophys sammeln. Also, ich werde vielleicht auch wirklich noch mal ein paar Trophäen sammeln. Habe ich da Trophäen geschrieben, nicht, dass ich Platins geschrieben habe? Ja. So. So, jetzt habe ich schon 12 Minuten verplempert wegen den Spezialisten. Das tut mir leid. Ich glaube, da muss ich nicht. Warum ist das so neblig? Das Quanten da so. Eine Sache will ich auf jeden Fall noch aktivieren, Inhaltssuche. Wir haben ein paar Inhaltssuchen, die wir auch machen können, ohne jetzt in den Raids zu gehen oder so. Ich trau mich nicht, Raids zu machen. So, welche Spielersuchen haben wir denn da? Wir haben auf jeden Fall was. Kompass der Schwalbe, was? Kampf gegen die Dormer Chimäre, das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Das ist auch für meinen Ninja, glaube ich, gewesen. Damit wir eine andere Questreihe machen können. Die habe ich nichts. Ja genau, die wähle ich mal aus. Die nehmen wir mal teil. Ich liebe diese Musik. Was ist denn am Mufu? Der ist draußen, ne? Ist hier irgendwo. Da unten. Jordan! Sieht man hier nicht oft jemanden wie dich? Bist du auf Reisen, was? Kannst du mir vielleicht bei was helfen? Entschuldigung,
hab mich nicht vorgestellt. Ich heiße Gjörn. Ich wohne hier mit allen anderen zusammen, aber ich habe einen eigenen Traum. Ich will als Kaufmann groß rauskommen, Blutsch. Reich werden und eine ganz eigene Firma zu haben. Hab auf Bildrollen Märchen gesehen, da wurden arme Schlucker wie ich zum erfolgreichen Händler. Seitdem träume ich so zu werden. In Märchen gibt's einen schlauen Reisenden, der dem Händler hilft. Kann kein Zufall sein, dass du hier auftauchst. Wie heißt du eigentlich? Murasaki Belladonna? Ich nenne dich Murasaki. Wo war ich gerade? Ach ja, du wolltest mir helfen, Zimmer. Fussel. Gibt hier in der Nähe ein Lager. Da war ich als Mögliche auf. Kannst du gucken, ob du da brauchbares bei ist? Komm, Murasaki, hier entlang. Okay. Helfen wir mal dem Namazu. Ich bin schon die ganze Zeit dabei, dem mal zu helfen. Aber ich wollte das erst mit einem Handwerker Level 60 machen. Warte kurz, bin sofort wieder da. Ich habe innerhalb von 2-3 Wochen es geschafft, einen Händler hochzupushen, ne? Also ich glaube sogar 2 Wochen waren es noch. Also Händler hoch zu pushen ist wirklich sehr einfach. Ich finde aber auch, die anderen Klassen sind auch mittlerweile leicht hoch zu pushen. Tada! Das ist meine Sammlung, Glubsch. Tolle Sachen, was? Gebratene Flusskäfer, getrocknete Frösche. Besonders stolz bin ich auf diesen Topf. Na, na? Was dabei, was sich verkaufen lässt? Unglaublich, alles der reinste Müll. Ich bin ehrlich. Was? Hast du fleißig gesammelt? Nichts Gutes dabei? Da zieht mir einer an den Bartbild. Das muss ein schlechter Traum sein. Ich muss was in die Flossen kriegen, das die Leute wollen. Ich muss es als Kaufmann zu was bringen. Aber wie soll ich das anstellen? Was ist mit Fisch? Leute essen Fisch, also kann ich Fisch verkaufen, oder? Auf zur Anlegestelle. Ich angle und du, Murasaki, sagst mir, ob sich mein Fang verkaufen lässt. Wir Namazu mögen bestimmte andere Fische als Leute wie du. Also komm, ja, ich warte auf dich. Kein Glück heute. Als ich angeln wollte, ist mir die Angelrute aus der Flosse geflogen. Warum ich nicht raushole? Ich bin kein wildlebender Namazu. Namazu wie ich leben an Land und können nicht einfach ins Wasser springen. Bitte was? Murasaki, kannst du meine geliebte Angelrute zurückholen? Doch bitte, bitte, mit allen Blumen drauf. Aber das ist etwas, was ich ja. Boah, Piratenschiff. Wie cool. Oder, ja, irgendein Schiff, was untergegangen ist. So. Was mir noch fehlt, ist, dass man unter Wasser kämpfen kann. Das fehlt mir, dass man wirklich unter Wasser seine Klinge rausholen kann und dann. Yay, ab geht's. Ah, wo ist der Delle? Ah. Ah, da ist sie. Hab sie gefunden.
Oje, meine geliebte Angelmutter. Das ist meine geliebte Angelmutter, du hast sie gefunden, Frotz. Danke. Aber ich habe nachgedacht. Fische verkaufen macht schon viele Freunde von mir. Um reich zu werden, muss ich was anderes machen. Ich habe mich an die Geschichte auf der Bildrolle erinnert. Ich werde nach Hause gehen und nachdenken, womit ich reich werden kann. Wow. Ernsthaft. Ich habe so das Gefühl, dass er... auch jetzt Handwerker wird, und genau in dem Moment fangen die Handwerker-Quests bei ihm an. Hallo, was sag ich? Ich habe die Bildrolle noch einmal angesehen und was entdeckt. Da steht was von Mineralen. Manche davon sollen ganz wertvoll sein. Ich habe beschlossen, nach solchen Schätzen zu suchen. Hast du mit? Vielleicht werden wir beide reich. Versucht er jetzt gerade alle Handwerkberufe? Also, das ist ja die Sammlerberufe. Okay. Warum bekomme ich eigentlich nur Ringe für Kämpfen? Oder, ja, Armreif halt. Welcher Armreif könnte müsste ich verwenden? Das. Mehr Quests in der Folge reinhauen können. Also. Danke, dass du mir wieder hilfst. Lass gleich losgehen und Minerale suchen. Westlich vom Haus gibt's irgendwo eine gute Stelle, das spür ich. Ich geh vor und schau mich um. Du kommst gleich nach, ja? Na, ich kann da einfach nicht Nein sagen. Stell dich mal vor, ihr seid Abenteurer und würdet wirklich von jedem eine Quest annehmen. Versteckt ihr nur meine kleinen Minerale? Wann bist du denn gekommen? Hab mich erschrocken. Meine Barteln sind wie eine Wunschelrute. Mit ihnen finde ich einen großen Schatz. Oh, es zieht in meinen Bartelspitzen. Das muss ein guter Platz in der Nähe sein. Laut meinen Barteln werden wir in nördliche Richtung fündig. Auf geht's! Ich habe einen echt guten Platz gefunden. Aber da sind zwei gruselige Bestien. Murasaki, kannst du die erledigen? Ja, komm. Ich wollte jetzt runter. Wow. So, hi.